In Pokémon Mystery Dungeon DX gibt es Shiny-Pokémon und wie die euch einfacher ins Team beitreten können, das erkläre ich euch in diesem Video hier. Shiny-Pokémon zu fangen und zu bekommen gilt als eine der größten Herausforderungen in einem Pokémon-Spiel. Nicht viel anders ist das im neuen Mystery Dungeon Teil für die Nintendo Switch, wo es auch nicht unbedingt einfach ist, ein Shiny-Pokémon zu bekommen. Ganz wichtig hierbei ist, dass nur die sogenannten Supergegner auch als Shiny auftauchen können. So einen Shiny-Supergegner anzutreffen ist nicht wirklich so schwierig, ihn zu rekrutieren ist die eigentliche Schwierigkeit. Vorbereitung ist hier also das A und O und natürlich gibt es Items, die es einfacher machen, Pokémon zu rekrutieren. Das wichtigste Item für die wohl erfolgreiche Shiny-Jagd ist das sogenannte Sympathieband. Dies erhöht generell die Chance, dass euch Pokémon beitreten um 10%, aber es ermöglicht euch auch Shinies zu rekrutieren. Wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr das Sympathieband dem Anführer gibt, ansonsten funktioniert das Item nämlich nicht. Um die Rate weiter zu erhöhen und das Ganze noch einfacher zu machen, gibt es natürlich weitere Orbs. Dort gibt es zum Beispiel das sogenannte Anwerbungsorb. Anwerber-Orbs könnt ihr im Kecleon-Shop für 150p finden oder auch ganz einfach in Dungeons auflesen. Dieses Orb bewirkt auf einer Ebene, dass die Pokémon, die dort auftauchen, leichter zu Mitstreitern werden. Sobald ihr also einen Supergegner auf der Ebene seht, welcher auch shiny ist, könnt ihr das ganz einfach einsetzen, um die Chance gleich mal zu erhöhen. Auch wichtig sind die sogenannten Talente, welche neu in Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX eingeführt worden sind. Mit dem Talent Harmonie beispielsweise könnt ihr ganz einfach bei einer hohen Teammitgliederanzahl einfacher neue Teammitglieder anwerben, darunter auch Shiny-Pokémon. So könnt ihr ganz einfach die erste Ebene durchgehen, so lange bis ihr die maximale Teammitgliederanzahl erreicht habt und dann die nächsten Ebenen nach einem Supergegner suchen. Man kann aber auch als Talent Beliebtheit wählen. Dadurch schließen sich generell mehr Pokémon dem Team an, unabhängig davon, wie viele Pokémon euch folgen. Übrigens, es gibt auch die TM Trugschlag, die ist schwierig zu bekommen, lohnt sich aber definitiv zu holen, wenn ihr auf der Shiny-Jagd seid. Denn wird ein Pokémon mit Trugschlag besiegt, ja, das geht logischerweise bei einem KP, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es euch beitritt und das gilt natürlich auch für Shinies. Die genannten Hinweise, Tricks und Tipps bringen euch aber alle nichts, wenn ihr nicht mit dem Anführer das Shiny-Pokémon besiegt. Das ist extrem wichtig, denn nicht alle Methoden, die ich euch genannt habe, beziehen sich auf das gesamte Team, sondern nur auf den Anführer und es ist recht dumm, wenn ihr diese Zusatzchancen nicht nutzt. Deswegen ist es wichtig, die Strategie vom Team auf Nicht-Angreifen zu stellen, um so sicherzustellen, dass nur ihr das Shiny-Pokémon angreifen könnt. So vermeidet ihr viel Frust und könnt ganz einfach und deutlich schneller zu eurem Shiny kommen, als das üblicherweise der Fall wäre. Nicht wundern, dass es in meinem Footage nicht geklappt hat, ich habe nämlich nicht alle Tipps und Tricks benutzt, die ich in diesem Tutorial hier für euch genannt habe, deswegen habe ich auch logischerweise keins bekommen. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn ihr die Hinweise, Tipps und Tricks von diesem Video hier befolgt, dann steht eurem Shiny Azumarill oder Dragoran sicherlich nichts mehr im Wege. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen, wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, wenn ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon bzw. Pokémon News verpassen wollt. Wie immer verabschiede ich mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.